Und nun heiße ich euch willkommen zum zweiten Part von Darksiders 1, Zorn des Kriegs. Oder, ja, auch noch Englisch genannt, With the Wrath of War? Oh. das englische Zorn, das ist so scheiße auszusprechen. Wrath, oder so, weiß ich auch nicht. Oh, da ist der, das ist der Hubschrauber-Ding. Können wir den nicht auch mal plätten? Nein, der wurde geplättet. Das ist so fies. Die Menschen haben keine Chance gegen die Dämonen und die Engel und so. Das ist fies. Und runterspringen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Balkon platt gemacht. Tut mir leid. Ah, nee, war nur so eine Feuerleiter oder was auch immer heißt. Ja. Ja, hier können wir auch nicht weiter. Also umgucken braucht ihr euch am Anfang eigentlich noch nicht, weil hier noch nicht großartig viel irgendwas zu finden ist. Ihr findet natürlich auch noch Gegenstände. Jetzt kann ich zum Beispiel das hier nehmen. Zum Zielen benutzen. Also die R3-Taste. Und jetzt zum Beispiel werfen. Bams! Hat eine Schippe. Bam, 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 bam. Also ich weiß, es gibt natürlich noch, habt ihr gesehen, es gibt noch die apokalyptische Sache. Das ist das alles noch schwerer. Muss mir bald irgendwas vom Heilen finden. Bums. Bum, 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 bum. Das bei den Engeln ist ein bisschen scheiße, weil ihr müsst immer hochspringen, dann könnt ihr die erst platt machen. Boah, schon wieder. Oh, das ist so geil, wie er die mal plättet. Jedes Viech, was wir hier sozusagen finden, hat unterschiedliche, ja, wie heißt denn jetzt? Kritterschaden oder sowas oder so. Kritische Treffer, so. Oder die Endsequenz, wie er den killt, sieht halt immer anders aus. So, warte mal, was war denn jetzt? Was war denn das Gelbe nochmal gewesen? Ich glaube, da komme ich her oder sowas. Wie ihr sehen könnt, haben wir unten halt auch den Radar, da wissen wir, wo was ist und so alles. Alter. Schön Haus weggerammt oder sowas. Ja, sah zumindest so aus. Und du siehst kaum noch irgendwo Menschen. Da vorne sind ein paar Menschen. Das Polizisten? Nee. Hallo, ich tue euch doch nicht. Ich will doch nur spielen, sagst du. Und du auch noch. Ah, schade. Ey, komm her. Vielleicht noch. Oh, noch ein Mensch. Und Zwischenszene. Ey, die sehen so krass aus, die Engel, so furchtbar schön, so. Richtig geil gemacht, so mit der schönen Rüstung und so. Und. Oh, oh. Was ist das? So. Oh. Wer ist das denn? Ich glaube, der sieht aus wie der General der Engel oder sowas. Übelst krass. Der sieht übel aus. Und das scheint der andere Chef zu sein, oder? Ja, dann sieht so aus, so wie der Hauptmann oder sowas. Habt ihr das gesehen? Schön Kopf abgebissen. Oh, nom, 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 nom. Om, om, nom, nom. Oh, jetzt kommt Krieg. Was ist hier los? Unmöglich. Abaddon. Was ist das? Wo sind meine Brüder? Wir kämpfen gegen Lord Abaddon? Das letzte Siegel. Abaddon, Abaddon, du hast dein großes Ziel. Abaddon, Abaddon. Beherrschst du das Spiel? Was ist geil? Wie konnte das passieren? Hä? Was ist hier los? Was sagt er denn die ganze Zeit? Unmöglich und so alle? Es sind ja eigentlich vier apokalyptische Reiter und warum ist er der Einzige, der da steht? Oh, 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 oh. Aber dann, tja. Das war das Ende von Lord Abaddon. Nein, natürlich nicht. Ich bin dem Ruf gefolgt. Der ist natürlich noch da, keine Sorge, Leute. Also jetzt der. Der Abaddon auf unserem Kanal hier, auf YouTube. Was mit dem hier ist gerade passiert ist, pff, keine Ahnung. Scheint irgendwie gerade zerquetscht worden zu sein. Und das Viech finde ich nicht so schön, was gerade da steht. Ja, konzentrieren. Ach ja, stimmt, wir können ja auch anvisieren. Also so auch wieder wie bei The Legend of Zelda könnte man auch mit Navi anvisieren. Okay, haben wir jetzt zwar kein Navi, aber bam, oh, voll ins Face, Alter. Das nenne ich mal ein
Gesichts... Also... Warte mal. Kommt mir gerade voll eine geile Idee. Oh oh, bin fast tot. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt besiegen muss. Ja, und fam, voll ins Gesicht. Halt, da, jetzt kann ich ihn angreifen. Angriff von Krieg und dann da da, bumm. Wieder abhauen. Ich habe für mich erst gar nicht mehr zum Heilen. Habe ich überhaupt irgendwas zum Heilen? Ich weiß gar nicht. Aua! Ja! Lass die! Lass du die Straße in Ruhe! Lass die Straße in Ruhe! Die Straße hat dir nichts getan! Komm her! Oh, scheiße! Ey, wirf mir mein Auto! Ich muss nochmal ein Face-Car machen! Aua! Ah, du Arschloch! Bäm, ausgewichen! Ha ha ha! Hat's mich nicht getroffen! Was passiert? Lass die Autos in Ruhe! Mann, immer mit Autos spielen. Habe ich damals auch gemacht. Ach so. Also wenn ich anvisiere, dann kann ich ihnen so ein Gesichtskar machen. Und los, angreifen, angreifen. Nein. Kommst, machst du dein Gesicht wieder runter. Komm, runter mit dir. Wow. Nicht getroffen, Arsch, pass auf. Nicht getroffen, nicht getroffen. Und triff mich wieder nicht. Haha. Mann, bist du scheiße. Autos, gib mir Autos. Aber da sieht man, der hat damals auch gerne mit Autos gespielt. Und bim, bams. Kopf runter. Danke. Ich kann mich erinnern, dass man auch irgendwas auf der Dreiecktaste machen konnte, aber was das jetzt war, keine Ahnung. Aua. Habe ich nicht irgendwas hier schon? Muss doch irgendwas zum Heilen haben, oder? Nö. Und das Item, das werde ich euch, also diese Item-Leiste werde ich euch irgendwann anders mal erklären. Na komm, zeig mal, komm mal her und da, auf Mann, du! Was habe ich gerade gesagt? Kopf runter. Auf was denn? Und nochmal. Zack. Ey, der Typ ist scheiße irgendwie. Kannst du dich jetzt ein bisschen beeilen? Gib mir die Autos. Komm. Ui. Das scheint hier der neue VW zu sein. Ein Bäm. Tja, das war der neue VW. Alter, da ist noch ein... Nein, da war noch ein Auto. Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Mach den Kopf runter. Ich habe jetzt nicht auf so viel Bock mit dir zu spielen hier. Gib mir ein Auto, dann hau ich dir das gegen die Fresse und dann ist alles okay. Aber bitte mich nicht töten. Das wäre toll. So, erstes Auto. Bams. Wo ist das zweite? Mann, du sollst nicht immer Autos kaputt machen. Das ist mein Job. Und jetzt. Warm, ran da. Oh, schön ins Auge. Ah, schön ins Auge. Und. Nein! Was ist denn jetzt so passiert? Was ist denn jetzt los? Hättest du schön finishen können. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Krieg? Würdest du bitte? Au! Oh, hat er den schön erwischt. Wurde gebrochen. Oh oh. Hand. Lässt du mich freundlicherweise. Genau wie du, Reiter. Toll. Los, Krieg werde ich unten. Wupp. Weg. Na toll. Oh, kommt jetzt in den wichtigen. Ja. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Mhm. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sieben Siegel. Intakt.
Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Es scheint so, als ob ihm irgendwas angehängt wird, was er gar nicht getan hat. Okay. Was ist jetzt? Oh, na super. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Oi. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Der ist ja cool. Und ich finde, die haben auch bei der deutschen Synchronsprecher-Sache richtig gut gemacht. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich. Ah, geil. Feuriger Rat. Da sind wir. Wir haben gerade keine Waffe, nur ein einziges Leben haben wir nur noch. Und irgendwie sieht es aus, als ob Krieg irgendeine Scheiße gebaut hat, was er gar nicht gemacht hat. Chaosfresser. Was jetzt? Die wütende Krieger dürstet nach Vernichtung. Ah, das ist unser Schwert, oder? Ja, bestimmt ist es unser Schwert. Es muss unser Schwert sein. Naja, ist unser Schwert. Er hat irgendwas gemacht. Also das habt ihr gesehen, das war die Apokalypse. Die Reiter des Himmels haben halt gegen die Hölle gekämpft. Und er ist eigentlich so, wenn die beiden gegeneinander kämpfen und die Siegel gebrochen sind, wird also gerufen. Und die apokalyptischen Reiter müssen dann eigentlich diese Sache dann verhindern. Ja, aber jetzt war er alleine da. Und die anderen waren nicht da. Also seine beiden Brüder und halt seine Schwester. Und warum das jetzt alles ist, ja, das weiß man jetzt noch nicht, ist ja klar. Und und der Rat hat ihn jetzt beschuldigt, ey, du warst jetzt da, hast Scheiße gebaut, du durftest eigentlich nicht hin. Wir hätten dich eigentlich erst anrufen müssen. Also so sprich auf 0,85, 6 mal die 6. Oder die 11,88,0. hätten sie also anrufen müssen, hätte gesagt, ey, Krieg, du gehst jetzt dahin, machst jetzt alle kaputt da alles und hast dann Feierabend, so auf Deutsch gesagt, so. Und das haben die nicht gemacht und er ist einfach hingegangen, hat da für Chaos gesorgt und jetzt ist halt, man weiß jetzt nicht, was mit der Menschheit ist, ist sie jetzt tot, ist sie jetzt nicht tot und ja, Abaddon ist jetzt tot, irgendwie so. Ja. Und unser Schwert, würde ich sagen, nehmen wir dann im nächsten Part. Und ja, dann soll ich sagen, macht's gut wieder. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's also dann reingehauen und vorbeigeschaut, wa? Tschüssi!